Letztes Spiel der Saison. Oder ja, allgemein letztes Spiel der Saison. Wir spielen heute in Leverkusen. Oder beziehungsweise in Berlin gegen Leverkusen. Wir wollen jetzt den Titel holen hier im Pokalfinale. Dazu müssen wir heute was reißen und am besten gewinnen. Naja, mal gucken. Noch was heute hinkriegen. Alario hat es nicht ganz hinbekommen. Seine 40 Tore, 39 hat er am Ende der Saison gehabt. Das heißt, wir müssen in der nächsten Saison nochmal angreifen. Und da will ich auch Meister werden. Wir haben knappe 100 Millionen aufs Konto gekriegt. Das heißt, wir haben vielleicht ein bisschen Glück dabei. Naja, mal gucken, wie die neue Saison auch Mannschaft dann für die neue Saison aussieht. Ihre Geduld. Sie dürfen Ihre Fragen nun stellen. Ja. Den Bundesliga-Titel haben wir nicht. Wir haben, wo waren wir Bundesliga-Titel? Die Bayern haben gewonnen. Nein, wir haben keinen Titel. Also lasst euch bitte gerade davon nicht, wir sind Zweiter geworden am Ende. Wir haben 2 Punkte Rückstand auf die Bayern. Ja, es wird wieder quasi eine Rückrotation geben. So, ja, wie gesagt, es geht darum, Leute, den DFB-Pokaltitel zu holen. Bis zum nächsten Mal. Und nächste Saison sind wir in der Champions League. Hätte ich mal gucken. Ich will eine Mannschaft erstellen, die vielleicht sogar den Titel holen kann. Ob wir das wirklich schaffen? Ja, müssen wir mal gucken, was die Zukunft betrifft. Jetzt erstmal Bayer Leverkusen. Ja, tatsächlich ist Schalke gesperrt im Finale. Mit seiner glattroten Karte da im DFB-Pokal. Warte mal, Latza kann auch nur dieses spielen. Warte mal, die Frage ist mal Becker, ja. Klar, Becker hinten reinziehen als Innenverteidiger und als rechter Verteidiger setze ich dann mal auf Ludewig. Mal gucken. Paulinho setze ich als Offensive hinterher. Also zwei ehemalige Leverkusener sollen wir heute den Titel hier holen. Aguero. Oh, ja, Leverkusen hat auch aufgerissen. Mit Coutinho, mit Draxler, vorne drin Aguero. Also das ist so einfach ist es nicht. Gut, sie haben auch viel Geld bekommen für Paulinho. Aber egal. Wir müssen gucken, was passiert heute. Und in der Liga haben wir letztes Spiel mit 1-0 gewonnen. Zu Hause haben wir dann auch, glaube ich, ein 1-3 verloren. Naja, gucken wir mal, ob es heute funktioniert. Es geht heute um zumindest einen Titel mitzuholen. So, auf geht's. Seit Tagen gibt es nur noch ein Thema, nämlich dieses eine Spiel, dieses Finale. Die Spannung ist mit Händen greifbar. Bleiben Sie dran, wir melden uns live aus dem Olympiastadion. Das war jetzt Michael Ballack gerade das Bild. Nur so nebenbei. Ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und von Bayer Leverkusen. Geschichte schreiben, wollen sich in der langen Liste der Sieger verewigen. Es dürfte wieder mal ein echtes Spektakel werden. Bayer Leverkusen gegen Schalke 04. Endspiel also um den DFB-Pokal. Spannende Geschichte. Beide wollen die Saison nochmal aufrufen. RB auswärts 5-0, Hertha zu Hause 6-0, 2-0 zu Hause gegen die Bayern. Und jetzt soll Bayer Leverkusen folgen. Bis jetzt haben wir noch keinen Gegentor, habe ich kassiert, wenn ich es richtig gesehen habe. Also sollte es funktionieren. Aber gucken. Jetzt ist halt ein Finale. Es gibt ja viele Teams, die das mittlerweile so machen. Und das geht auch, wenn die Spielchen aus dem Mittelfeld die Unterstützung haben. Ja, so ist es. Dankeschön. Und damit wünsche ich allen viel Vergnügen.
Auf geht's. Pokalfinale Leverkusen gegen den S04. Wir wollen den Titel holen. Zumindest einen diese Saison noch holen. Oder einen pro Saison holen. Und das haben wir letzte Saison geschafft. Im Zweitligatitel. Jetzt wollen wir natürlich den DFB-Pokal zum zweiten Mal in unserer Karriere holen. Aber wie gesagt, das müssen wir heute irgendwie auf die Reihe kommen. Come on, Leute. Da haben wir Draxler. Und nun Bellarabi. Und dafür ja, De Rosun, der das Ding jetzt gerade holt. De Rosun vor Bayern 1, vor Bayern 2. Und dann passt der Hinverteidiger da auf und die Nummer 3 und passt da auf und verhindert diesen. Von ihm erwarten wir heute einiges. Ja, 4 Tore in den letzten 3 Spielen, das spricht für seine Form, für seine Torgefährlichkeit. Sie sind völlig auf der Glück gehabt für Bayer Leverkusen, dass der Ball noch nicht durchkommt, weil der war gefährlich. Der Aguero am Ball. Aguero, auf den muss man ein bisschen aufpassen jetzt. Bailey. Abseits. Ist abseits. Schalke musste umstellen, Becker spielt als Innenverteidiger und ja, meine Schau und so eine rote Karte darf tatsächlich fürs Pokalfinale gesperrt. Schön dazwischen gegangen. Deswegen heute Ludewig hinten rechts. Ansonsten ist man halt wieder durch zurückrotiert in die Mannschaft, die in die normale Startelf und nicht in die Startelf, die den SC Freiburg uns mit 3-0 geschlagen hat. Mit dem Ball Draxler. Leverkusen versucht jetzt mal. Ja, gut, wir haben ein bisschen Glück dabei jetzt gerade. Schöne Aktion. Das wird ein Eckball. Nein, Schiedsrichter. Wollte gerade sagen, da war kein Foul, da war nämlich klar Ball gespielt. Ich habe den jetzt ausgegräbt, ja. Die Ecke kommt. Weg damit. Kein Tor. Da blocken sie den Ball. Ja, der Ball ist gut. Der war nicht schlecht gespielt auf Richter. Ja, das kann ich doch so gut. Dieses Kontern des Gegners, Ausgang des Gegners, der eigenen Ecke. Leverkusen verliert den Ball hinten in der eigenen Ecke. Und Schalke kriegt es aber 2 Stationen durchgekontert. Alario, Richter 1-0. Kein Abseits. Als Aufgabe. Erster Schritt gemacht. Tor Nummer 1 in der 22. Minute. Jetzt sind wir die Pokalauflage. Wiederholung von 2002. Da trafen wir nämlich auch ebenfalls gegen Leverkusen. Und dann entscheiden wir uns ein 4-2 für uns damals. Da haben wir Draxler. Jetzt Aguero. Draxler. Vielleicht jetzt mal bei 04. Ja, schön gelöst. Ausgerechnet Draxler, aber die Leverkusener gehen dazwischen und holen sich das Ding wieder. Und die Balleroberung, wichtig. Ohne Deckerballverlust in der eigenen Vorwärtsbewegung gerade so ein bisschen. Coutinho. Coutinho. Das wird jetzt Abstoß geben. Abstoß, Ludewig. Gretsch Coutinho an, damit ist das Ding erstmal wieder auf Schalker Seite. 31. Spielminute. Richter, gutes Ding. Bujela, der gut dazwischen gekommen ist. Da ist die Flanke. Ball ist erstmal wieder weg. Gute Flanke, Bujela, aber. Da kommt die Ecke. Jetzt kommen die Schalker in der Ecke. Na, noch nicht so ganz, wie ich das eigentlich erwartet hatte. Gibt die nächste Ecke. Ecke in die Mitte. Ja, nochmal Versuch, komm, aber diesmal mit einer Flanke, keine Ecke. Ball war mit nicht im Aus, nur so nebenbei. Glück für Leverkusen und jetzt gibt der eigene Konter. Wie gesagt, die Schalke haben es nur in seiner Ecke der Leverkusen gemacht. Machen Leverkusen auch noch was nach der Ecke. Jetzt haben wir es. Der Rosun. Und Weiser, der Schalker gegen. Ja, Weiser, der. Den habe ich ja ausgeliehen gehabt für eine erste Halbserie. Kam nicht wirklich zum Zug. Sie verlieren den Ball. Jetzt verlieren wir den Ball wieder zu schnell an den Leverkusen. Ne? Das ist gerade nicht gut. Da ist immer noch Draxler.
Da war doch kein Foul. Was pfeifst du dir dann dazu recht, Schiedsrichter? Ey, Coutinho. Der war nicht ganz ohne. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er den Versuch zu, also direkt versucht, aber es hat tatsächlich gemacht. Also Alario momentan blass eher und auch Paulinho momentan nicht viel zu sehen. Abseits. Für mich war es eigentlich Abseits, okay. Und dann ist Pause, 0-1. Also 1-0 führen wir zur Pause durch das Tor von Marco Richter nach Pass Alario nach 22 gespielten Minuten. Ich will diesen Titel haben, ey. Zumindest einen Titel. Und dann können wir mal gucken, was in der neuen Saison passiert mit der Mannschaft. Genau so ist es. Also, erste Halbzeit ist durch. Dieser zweite Halbzeit ist gerade angepfiffen. Der erste Versuch, der Rosun, der mit viel, viel Glück da durchmarschieren kann, aber dann den Ball zu leicht liegen lässt. Aber Ludewig, der hinten aufpasst und sagt dann, den nehme ich mal mit. Jawohl, Ludewig, der ist auch wieder. Der eigentlich Rechtsverteidiger heute spielt. Ludewig, 2-0. 51. Ja, der eigentlich das Ding mit einleitet, mit seiner Balleroberung da außen und den Ball einfach mal rauslegt. Oder da vorne legt dann der Ball raus, wieder von Bujelab. Ja, Bujelab war es. Ja, eigentlich so quasi mit weniger ein Doppelpass. Ludwig, ich glaube, die meinen Sechser eigentlich. Weil Ludwig eigentlich heute auf... Ne, Ludwig spielt Rechtsverteidiger. Okay, ja, die beiden Sechser sind ja Latza und Bujelab. Hat sich ja nicht geändert. Also, 52. Minute, also 51. und man führt mit 2-0. Hat zumindest die auf den nächsten kleinen Schritt in Richtung ersten Titel in dieser Saison. Oder einzigen Titel wahrscheinlich. Einzigen Titel dieser Saison. Paulinho. Guter macht der Liste stehen. 3-0. 55. Direkt der Doppelschlag hinterher. Ein Tor haben wir im Gefühl zur magischen Grenze 40. So, da haben wir schon mal die sein viertes Pokaltor. Ich glaube, den Titel hat er dann auch. Ich glaube, den Titel hat er dann auch. Wieder so ein klasse Pass. Ja, einfach mal ausgekontert. Und zwar oh, Marco Richter. Schön. Aber der kam nicht am ersten vorbei. Am zweiten vorbei, Entschuldigung. Nein, 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 nein. Es gibt Einwurf. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Paulinho. Schön gemacht. Lucas Alario. Kriegt er den vorbei? Ja, kriegt er den Tagliafico. Den muss er nur kreuzen. Das muss es sein. Abseits. Jetzt wechselt Leverkusen nochmal aus. Ich meine, wenn wir jetzt auf ein Tor machen, dann ist das Ding, ist das Thema eh gegessen. Da hat der Torwart gar kein Problem. Schwolo hat das Ding in der Hand. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Richter, ist es jetzt die Entscheidung? Kombinieren sich die Schalker jetzt zur Entscheidung? Nee, noch nicht. Wird Ecke geben. Da kommt die Ecke.
Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Gute Gelegenheit. Ah, Mann. Ich krieg jetzt gerade keinen Abschluss da rein. Daher Fico. Weil ist erstmal weg. Schalke mit dem Einwurf. Guter Körpereinsatz hier. Mag er ihn. Ja, vielleicht wäre das jetzt nochmal. Ah, jetzt kann man nochmal durchwechseln. Und so kannst du den Torhüter natürlich. Alario hat zumindest nochmal versucht mit dem Distanzschuss. Bei der nächsten Unterbrechung dürfte es soweit sein. Ja. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Draxler verliert den Ball. Und der ist weg. Und dann gibt es jetzt die drei Wechsel. Es gibt Abstoß. Piontek. Der jetzt nochmal durchmarschiert. 86. Kobylanski. Feierabend. Schalke hat's. 0 zu 4. 87. Einfach nochmal einen Konter gesetzt. Den letzten. Wahrscheinlich. Richtig. Aber letztendlich ist es wurscht. Wir haben es verdient gewonnen. Die Tore gemacht. Martin Kobylanski, auch sein viertes Tor. So viel genau wie Alario übrigens. Zeitpunkt wohl festhalten, die Partie ist so gut wie gelaufen. Ball bei Aguero. Und da war von Leverkusen so mega über viel nicht zu sehen. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Leverkusen jetzt nochmal Bailey. Und dann ist eh durch. Es ist Jacke wie Hose. Ob du den angelaufen lässt oder nicht. Schalke hat's. Verdient. Da sind wir wieder zurück. Ja, ganz unverdient war es nicht. Große Momente, besondere Momente, echte Momente. Es gibt kein Drehbuch dafür. Tolle Momente. Ja, also das einmal zu erleben, da wird jeder Profi, ach, was eigentlich jeder Profi, jeder Fußballer eine Menge für geben. Da ist das Ding. Und jetzt sind alle Anstrengungen vergessen. Jetzt weißt du, du hast es gepackt. Es ist der im Moment schönste Pokal der Welt, dieser Mannschaft. Jetzt ist es so. Herrlich. Herrlich. Ja, dann sind wir nächste Woche wieder im Pokal gejagt. Und so ziemlich ohne Gegentor habe ich durchmarschiert. Ich weiß gar nicht, ich habe die erste Runde. Ja, kann sein, das wäre kann passieren. Ich glaube, da wir sind dreht er sich ohne Gegentore. Die sind wir durch im Pokal. 4-0 in Leverkusen. Das ist mir nicht scheißegal, ob du jetzt 1 oder 20 Gegentore hast. Wir haben so, das Ding. Jetzt geht's mit dem Teil in die Kurve zu den größten der Treuen. Und zu denen, die sich mutmaßlich am meisten freuen. Ja, das sind die, die immer da sind. Übrigens auch in den Momenten, wo es keine Trophäe in die Höhe zu retten gibt. Die sind immer da. Und für die ist das logischerweise ja, Party, Feiertag, Weihnachten, Ostern, alles. Einfach feiern. Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Lieber Frank Buschmann. Metaphorisch
eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung der Mannschaft. Super dieses Zuspiel. Klasse Pass. Das ist die Führung. Und jetzt bin ich gespannt, Wolf, wie sich das Spiel entwickelt. Hauptsache, wir haben es gewonnen. Am Ende ist es dann scheißegal. Komm, gehen wir ins Interview. Hilario sogar 10,0 gekriegt. Ist auch sehr selten der Fall. Aber er hat es heute wirklich echt gut gemacht. Glückwunsch. Yay. Mal wieder doch noch einen Titel irgendwie geholt diese Saison. Der Einzel, den uns die Bayern nicht abnehmen konnten. Das haben wir nämlich im Halbfinale erledigt. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. So, dann nehmen wir nämlich die Kohle mit für die neue Saison. Was erzählt er vom Bundesliga-Sieg? Ist da denn die Bayern haben nur einen Abzug von 2 Punkten bekommen, was ich aber nicht rechne. Oder 3. Nein. Mal ehrlich, wenn man ehrlich das Finale entwickelt, die Entwicklung des Finales sieht, nein. So, in der nächsten Saison heißt es dann wieder 3 Wettbewerbe, nämlich mit dem... Ich danke Ihnen für das Gespräch. Mit der Champions League mit dabei. Wir sind ja Vizemeister geworden, nicht Meister. Wie gesagt, es sei denn, hat sich immer so entwickelt, was ich jetzt nicht... Da wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, es hat sich nämlich... Wir haben den Titel nämlich nicht geholt. So, gucken wir mal. Irgendwie mal Richtung Saisonende. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Ich glaube, eigentlich sollte jetzt nichts mehr passieren. Ich gehe mal kurz rüber Richtung Kalender, wenn er jetzt wartet mit der Simulation. Obwohl, das dauert gerade ein bisschen. Nur gut, dann brauchen wir gar nicht Richtung Kalender gehen, weil ich glaube, geht tatsächlich genauso weiter. Dunk, 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 dunk. Ja, komm, passiert ja jetzt eh nichts mehr. Warte mal, gerade kurz. Da ist irgendwas gerade nämlich nach hintereinander weg durch aufgeploppt. Wir mehrere. Ah, die sind alle weg. Was haben wir denn hier? Ja, sind einige Transferangebote. Saison beenden. Kommen wir mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten. So, da mal. Ja. Ich bleibe auf jeden Fall Minimum eine Saison dabei. So, dann war's das für diese Saison 3. Wir sind Vizemeister geworden mit 2 Punkten Rückstand auf die Bayern. Wir haben 78 Punkte geholt als Aufsteiger. Das ist bombig. Ja, es waren halt ein paar Niederlagen zu viel. Wir haben 6 insgesamt kassiert, 6 Unentschieden dabei. Ich glaube, durchaus wäre es möglich gewesen, den Meistertitel zu holen. Aber hätte, wäre, wenn. Nächste Saison greifen wir wieder an, wenn er jetzt fertig ist hier mit dem Laden irgendwann mal. Der Fußball ist nicht da. Ich bin raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's mit der neuen Saison oder die Vorbereitung mit der neuen Saison weiter.